Volksblatt-Team arbeitet gerade unter Hochdruck an der Veröffentlichung der Weihnachtsbeilage, was am 30. November geschehen wird. Wir haben 6 verschiedene Menschen nach ihren schönsten Weihnachtsgeschenken gefragt und die Familie Rocktäschel-Büchler ist eine Familie davon. Das schönste Weihnachtsgeschenk ist ihr Sohn, das Christkind Henry, das am 24. Dezember geboren ist. Ja, wie war das denn so mit der Geburt? War das ungeteilte Freude? Je näher der Termin dann auf den 24. hinlief, desto weniger habe ich mich darüber gefreut. Aber als es denn doch so weit war, dann denkt man nicht mehr dran. Und wie war das bei Ihnen? War es bei Ihnen auch eher so die Bedenken Weihnachten im Spital oder haben Sie sich gefreut? Nee, überhaupt nicht. Also für mich war es am eindrücklichsten, am 24. ein Geschenk zu bekommen. Und wenn es dann noch so ein lieber kleiner Fratz ist, dann umso eher. Nein, für mich war es überhaupt nicht irgendwie lästig oder irgendwie. Nein, es war toll. Was bedeutet Weihnachten generell für Sie? Ist es eher ein Familienfest oder wie werden Sie dieses Jahr Weihnachten verbringen, Henrys zweiten Geburtstag? Also für mich ist Weihnachten ein Fest der Familie und für dich denke ich jetzt auch. Ja, klar. Also wir werden dieses Jahr Weihnachten zu meinen Eltern nach Hause fahren und seinen Geburtstag noch nicht feiern. Noch merkt er ja nicht so, was das ist. Auch wenn er mal größer ist, müssen wir irgendeine Lösung finden, dass wir das irgendwie unter einen Hut kriegen. Das wissen wir noch nicht. Ja. Wie ist Henry eigentlich zu seinem Namen gekommen? Es war so irgendein Gemeinschaftswerk. Eine Strichliste. Mit einer Strichliste. Wir haben uns gegenseitig die Aufgabe gegeben, Namen zu überlegen. Und da haben wir uns dann auch zusammengesetzt und kam relativ schnell beim Bube. Ja. Mädchenname wäre schwierig.